zumindest für mich, dass sie sich öffnen für die Bilder, für die Kunst, egal wie sie aussieht. Und dass sie die Werke, die künstlerischen Werke, mit sich sprechen lassen, mit ihnen sprechen. Es ist nicht wichtig, ob es ihnen gefällt oder nicht, sondern entscheidend für die Wirkung der Kunst ist immer, spricht es zu mir, sagt es mir was. Habe ich irgendeinen Zugang? Und mir ist es wichtig, Ihnen solche Zugänge zu eröffnen. Und insofern möchte ich noch ein paar letzte Bemerkungen jetzt machen anhand dieses großen Porträts hier links und rechts. Diese beiden großen Porträts. Und ich bitte Sie, sich die mal einfach auf sich wirken zu lassen. Und sie sind, denke ich, symptomatisch oder sind charakteristisch für die Arbeitsweise von Martin Eckrich, die, und jetzt wird es wieder ein bisschen böse, Sie kennen vielleicht Jackson Pollock, Entschuldigung, ich habe da sogar ein Bildbeispiel. Ja, los, das war dieser große zeitgenössische afrikanische Künstler, der so in den 40er Jahren eine ganz spezielle Malweise entwickelt hat für sich. Die sogenannten Drippings, Action Painting. Diese Art, künstlerisch zu arbeiten, hat eine Entsprechung durchaus im literarischen, im lyrischen Bereich. Die Écriture automatique. Das heißt, der Künstler möchte dem, was sozusagen in ihm ist, unmittelbaren Ausdruck geben, ohne sozusagen sich selber zu zensieren, sich selber irgendwelche Grenzen aufzuerlegen. Das heißt aber, dass sie in der Praxis ein großes Element des Zufalls haben. Aber vielleicht ist das genau das Wichtige, denn wie wir Menschen sind, wo wir leben, wohin wir durch das Leben geworfen werden, ist vielfach dem Zufall geschuldet. Insofern da wieder eine enge innere Beziehung. Und jetzt haben Sie gleichzeitig durch dieses Zufall der Farbabgabe dann auch eine Schichtung in diesen Arbeiten. Da ist unheimlich viel übereinander gelagert. Auch das wieder Sinnbild für den Menschen. Viel übereinander gelagert. Wir sind eben nicht so eindimensional, wie ein, das manche Passfotos glauben lassen können. Wir sind mehr als das, was sozusagen auf so ein zweidimensionales Format passt. Und das ist mir das Wichtige an seiner Arbeitsweise. Dieses Arbeiten in Schichtungen, das Moment des Zufalls, dann eben auch eben dem Raum geben, was an Intuition, was an Assoziation in uns ist, dem Raum zu geben und sich auch davon zuweilen einen Impuls geben zu lassen, der vielleicht etwas wegführt von den Gedanken, die so unsere Welt beherrschen, wo alles ergonomisch sein muss und alles passend sein muss und im Grunde genommen dann zu wenig Raum bleibt für das, was wirklich menschlich ist, nämlich dass jeder so seine eigene Art hat und diese Art auch haben darf. Und auch da zum Abschluss ein kurzes Wort von Erich Fried. Eigenartig. Wie das Wort eigenartig es als fremdartig hinstellt, eine eigene Art zu haben. Und in diesem Sinne möchte ich Sie alle ermuntern, nicht nur den Künstler, sondern auch alle anderen, haben Sie eine eigene Art, haben Sie Mut dazu und gestalten Sie damit diese Erde, so wie sie mal gedacht war von der Schöpfung, als einen sehr vielfältigen Lebensraum. Leben, Betonung auf Leben, Lebensraum. Vielen Dank jetzt von meiner Seite für Ihre große Geduld und Ihr Stehvermögen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich übergebe an Martin Eckrich und Jörg Stehmann.